Hallo in Wattmannsheil, wir sind hier auf den internationalen Jagdenschützentagen in Grünau 2023, Nähe Neuburg an der Donau. Neben mir steht Nils Schur von RWS, wir sind auch hier am Stand von RWS. Und der Trend geht ja immer mehr zu bleifrei bei der Jagd. Und der Nils hat ein bleifreies Geschoss in der Hand, über das er uns jetzt ein bisschen näher erzählen kann. Andreas, grüß dich, hallo, liebe Freunde von Olfa Hunters, Olfa Shooters. Ja, im Hintergrund haben wir das neue Driven Handgeschoss von uns, aber wir haben natürlich weitere bleifreie Geschosse bei uns im Portfolio. Und hier ist einer unserer meistverkauften Geschosse, was wir führen. Das ist das Evo Green Geschoss. Das Evo Green Geschoss, eine Eigenkonstruktion, bitteschön. Eine Eigenkonstruktion, was wir seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf dem Markt haben. Mit dem Vorteil, dass wir hier ein Mantelgeschoss haben. Ein Mantel, wie wir es von den anderen Bleigeschossen her kennen. So auch die Reinigungsaufwand ähnlich haben wie zu den normalen Bleigeschossen. Ich kann auch zwischen Mantelbleigeschossen und dem Evo Green hin und her wechseln. Die gleiche Reinigungsintervall, weil das sind dann anzuwenden wie für Bleigeschosse auch. Wir haben hier ein Teilzerlegungsgeschoss, wo sich der vordere Teil zerlegt bis zu einer Haarrille und der hintere Teil dann für den zuverlässigen Ausschuss sorgen soll. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben eine hohe Augenblickswirkung, was gerade auch bei Situationen auch in der Drückjagd vielleicht interessant sein könnte, wo doch das Bild auch mit Adrenalin vollgepumpt ist, aber auch bei der normalen Einzellandsitz keine Probleme macht. Man darf sich nicht blenden lassen. Die Geschosse sind relativ leicht. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil es ist entscheidend, dass wir am Ende die Energie des Geschosses im Wildkörper abgeben können. Das erreichen wir mit dem Evo Green sehr zuverlässig, sodass das Geschoss eben auch eine hohe, gute Tötungswirkung hat. Du sagtest Teilzerlegungsgeschoss. Wie sieht es mit dem Restgewicht aus? Wir haben ein Restgewicht von ungefähr 60-65%, was dann den hinteren Teil ausmacht, ne, was für den Ausschuss sorgen soll. Okay, prima. Danke dir. Gerne.